Ich habe übrigens noch was Kleines für heute vorbereitet. Wir haben hier noch was zum Auspacken. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe so das Gefühl, wir müssen noch mal bauen. Heute. Oder wollen wir das erstmal noch... das ist ein neuer Rennsitz, ja. So ein Ding ist das. Auf die Schachtel mal. Ja, okay, ist ja gut. Ich dachte, ich kann es noch ein bisschen rausschieben. Ja, ich mache jetzt auf. Gucken wir mal rein, was hier drin ist. Ich weiß es selber auch nicht. Ich lasse mich überraschen. Was hier drin ist. Das ist offen. So, das ist der Inhalt. Sind Sie begeistert? Gut. Okay. Es gibt mal wieder ein Pickup. Schön. Und einen Aufkleber. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Ui, was ist denn hier? Was ist denn das? Was ist das denn? AlphaTech Racing steht hier drauf. Habe ich noch nicht gehört, AlphaTech Racing. Das riecht sehr schön pappig. Das riecht sehr schön und sehr pappig. Das gefällt mir. So, wir haben hier eine Seite, das müssen wir nochmal schnell öffnen. Es sieht so aus, als wenn es ein Dashboard ist. Okay, ich mache mal auf. Also verpackungstechnisch schon mal sehr schön. Wir lösen. Oh, hier ist schön mit Schaumstoff drin. Geil. Thanks for choosing AlphaTech Racing. Upgrade your Sim Racing Experience. Okay, was haben wir hier? Quick Starter Guide. Installieren Sie Freeware Sim Hub. Installieren Sie V-Core Display Treiber. Wählen Sie unter Add Devices AlphaTech. Okay, cool. Da bin ich ja gespannt. Finde ich schön. Sieht auch sehr... Warte mal, wir machen das mal ein bisschen schöner, Chat. So ist besser. Also, wir haben das jetzt hier schön drin. Ui. Ui, das ist richtig schön kalt. Das liebe ich ja. Oh, schön. Ui. Das finde ich sehr toll. Hier oben ist das eingraviert. Da. Das ist eingraviert. Das ist kein Aufkleber. Es ist komplett Metall. Das ist schon mal sehr geil. Fühlt sich sehr wertig an. Oh, wie geil. Es gibt zwei Anschlüsse. Oh, es gibt sowohl hinten einen, als auch an der Seite. Okay, hier sind noch Aufkleber dabei. Was haben wir denn hier noch drin? Ich sehe gerade... Twitch Prime is not a crime. Okay, Schrauben sind auch alle dabei. Was ich sehr schön finde, ist, dass die Schrauben hier drin sehr schön verpackt sind. Das finde ich auch sehr schnieke. Wir brauchen zwei Stück, um das oben anzuschrauben. Ich hoffe, dass das ja kompatibel ist mit dem, was wir jetzt aktuell hier so verbaut haben. Jetzt habe ich natürlich wieder keinen Schraubenzieher am Stissel, ne? Aber brauchen wir auch gar nicht. So, dann werden wir das hier mal ranmachen. Ich habe so das Gefühl, wir werden gleich ein Problem haben mit der SimoQ Wheelbase. Ich glaube, Also es sind sehr viele Vorrichtungen da. Was ich schön finde, ist, dass die Halterung, also das Mount unten ist auch Metall. Boah, das ist aber richtig schnieke. Ich glaube, das Kabel hebe ich mir mal auf. Das brauchen wir jetzt aktuell nicht. Was wir hier auch haben, sind Abstandshalter. Also hier ist eine Menge Schraubzeug drin. Abstandshalter, um das Dash noch ein bisschen weiter nach vorne zu holen, wenn man möchte, denke ich. Die sind auch mit drin. Und auch in kurz gibt es das nochmal. Das finde ich sehr schön, dass das beiliegt. Jetzt bin ich ja wirklich sehr gespannt, ob das mit der SimoCube funktioniert. Also ich denke mal schon. Aber wir müssen jetzt natürlich wieder eine komplette Schraube rausdrehen. Ne, zwei müssen wir komplett rausdrehen. Da bin ich ja mal gespannt. Wollen wir das eigentlich gleich anbauen, Chat? Ist das GT3 oder Formula? GT3. Das ist das GT3 Dashboard. So, das behalte ich auch mal draußen. Die Verpackung ist wirklich sehr schön. Also da gibt es einen Pluspunkt von mir. Die ist wirklich ganz, ganz toll. Die ist wirklich sehr gut. Alles Pappe. Sieht schön durchdacht aus. Alles liegt mit drinne. Das ist schon geil. Ich muss die restlichen Schrauben noch rausholen. Weil die Verpackung hebe ich ja meistens nicht. Uff, ne? Ist hier noch was drin? Nee. Ah ja, guck mal, hier sind die... Passen die da rein? Jo, das sind die SimoCube-Schrauben, denke ich. Und das sind hier die Schrauben für extra Sachen. Die packe ich hier mit rein in die Tüte, weil ich das immer aufhebe. Falls ich mal Schrauben brauchen soll, ne? Du, da bin ich gespannt, du. Da bin ich sehr gespannt, was das hier gleich mit sich bringt. Aber geil sieht's aus. Ich bin gespannt, ob das ein Touchscreen ist oder nicht. Mal gucken. So, wollen wir mal fix rübergehen. Da anbauen den Apparat. Oha. So, hier Schrauben. Ey, das ist die falsche Richtung. Wir müssen in die Richtung. Oh, bitte lass das bei SimoCube ranpassen. Oh, bitte, bitte, bitte. Ohne großes Hickhack. Entspann dich. Ich bin total entspannt. Entspann mich. Okay. Das ist mein altes. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht.
Das ist Version 3D-Druck. So, hier die Schrauben abmachen. So, passen die da jetzt rein? Na, Sichi. Ah ja, Mensch. Das hätte mich auch gewundert, hätte das nicht gepasst. Jetzt. Oh, ne. Dann machen wir das jetzt wie folgt. Jo, wir schmeißen erstmal eine Unterlegscheibe runter, weil wir haben auch heute noch nicht genug fallen lassen. Wo ist sie denn? Oh, ich sehe sie nicht. Ich kriege die Krise. Och, nö. Nun mach doch nicht diesen. Nun mach doch nicht diesen hier. So, jetzt kannst du es sehen. Da. Das ist alles nur Jebete. Damit du dir nachher die Review dazu nämlich anguckst bei YouTube. Dass ihr das aber auch nicht lernt, ne? Ich möchte ja, dass ihr bei YouTube Videos guckt. Mensch.